Ja, hallo zu einem Tutorial, wie man 7-Zip installiert und anwendet. Ganz einfach. Einmal noch zu den Grundlagen. Was ist 7-Zip? 7-Zip ist ein Programm, mit dem man Dateien komprimieren kann, zu einem Archiv hinzufügen kann und genauso gut entpacken kann. Und das ist im Gegensatz zu WinZip und WinRAR völlig kostenlos. Und man erhält auch keine nervige Nachricht, dass man das Programm kaufen soll, weil es wirklich komplett kostenlos ist. Downloaden kann man sich das Programm unter der Seite 7-zip.org. Den Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. So. Dann muss man wissen, was für ein System man hat. Entweder man hat ein 32-Bit-System oder ein 64-Bit-System. Für alle, die es nicht wissen, das geht ganz leicht unter Systemsteuerung, System und nochmal System. Hier steht's. Hier kann man alles zum Rechner rausfinden. Und hier sehe ich, aha, ich habe ein 64-Bit-System. Okay, dann weiß ich, dass ich die 64-Bit-Datei runterladen muss. Gut, das habe ich jetzt schon mal gemacht. Die habe ich hier auf dem Desktop schon mal gezogen. Die installiert man sich ganz einfach. Ganz normal, da gibt es nichts Schwieriges. Das muss ich jetzt nicht nochmal extra zeigen. Das Programm habe ich schon installiert. So, und nachdem ihr das installiert habt, könnt ihr auf eine Datei draufklicken und dann seht ihr den neuen Befehl 7-Zip. Den neuen Eintrag im Kontextmenü. Und wenn ihr jetzt klickt zu einem Archiv hinzufügen, habt ihr jetzt dieses Menü. Hier könnt ihr dann den Namen des Archives ja hinschreiben, hier den Speicherort, wo das Ganze gespeichert werden soll. Hier jetzt mal auf dem Desktop Archivformat. Hier könnt ihr auswählen zwischen 7-Zip, das normale Format. Ich nehme immer ZIP, das kann sogar Windows entpacken. Den Rest sollte man am besten so stehen lassen. Hier kann man noch ein Passwort hinzufügen. Hier nehme ich mal das Passwort 123 und hier nochmal 123. Hier kann man das Passwortverfahren auswählen. Wir lassen es jetzt mal bei diesem hier. Hier kann man es jetzt auch nochmal sehen, 123. Und machen wir OK. Das geht jetzt relativ schnell, dieses Video ist ungefähr eine Minute lang. Und hier haben wir jetzt schon unser Archiv. Wenn wir jetzt hier draufklicken, können wir das Ganze öffnen. Aber wir können den Ordner öffnen und wir können jetzt die Datei sehen. Aber wenn wir die Datei öffnen wollen, dann müssen wir halt eben dieses Passwort eingeben. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das Ganze entpackt. Dazu klickt ihr auf das Archiv mit Rechtsklick, 7-Zip, Datei entpacken oder hier entpacken. Wenn man hier entpacken auswählt, dann wird es gleich im gleichen Ordner ausgepackt, in dem sich die Quelldatei befindet. Gehen wir mal auf hier entpacken. Ja, jetzt haben wir diese Datei schon, die verschiebe ich mal eben in den Papierkorb. Mach nochmal, so, hier entpacken. Und jetzt muss ich hier das Passwort eingeben. Passwort anzeigen. 1, 2, 3. Okay. Und jetzt wird das Ganze entpackt. Und wie wir sehen, jetzt haben wir hier wieder unser Video. Wie am Anfang. Okay, das war's auch schon zu diesem kleinen Tutorial. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.